Ja, wenn man die Nachteile betrachtet, die die Entgeltumwandlung für den Arbeitgeber und für den Mitarbeiter mit sich bringt, für den Arbeitgeber ist es eins, bei klassischen Entgeltumwandlung, der Mitarbeiter verzichtet auf Entgelt, der Arbeitgeber überweist das Entgelt an eine Versicherungsgesellschaft, Direktversicherung, Pensionsfonds, Pensionskasse, rückgedeckte Unterstützungskasse, was auch immer. Zwei Dinge, die hier passieren, die ich schlichtweg als Nachteile sehe. Zum einen fließt das Geld unwiderruflich aus dem Unternehmen ab. Das ist etwas, was man vermeiden sollte und das ist etwas, was man bei entsprechender Gestaltung auch vermeiden kann. Wenn natürlich der Arbeitgeber sagt, bei der Gehaltszahlung würde mir das Geld auch abfließen, dann ist es sicherlich richtig. Der Unterschied zur Entgeltumwandlung ist schlichtweg der, dass der Arbeitgeber für die Entgeltumwandlung haftet. Das heißt, beim Versicherer ist das Geld, der Versicherer hat die Verantwortung, der Versicherer legt es an, der Arbeitgeber haftet jedoch umfänglich dafür. Die Rechtsgrundlagen ganz einfach, § 1 Absatz 1 Satz 3 Betriebsrentengesetz. Einerseits, der Arbeitgeber steht auch bei mittelbarer Durchführung für die Erfüllung der Zusagen ein und er macht ja immer Zusagen, anders funktioniert ja betriebliche Altersversorgung nicht. Und andererseits, § 89 VAG erlaubt die Geschäftsführung eines Versicherers nicht mehr die Leistung zu erbringen kann, Auszahlungssperre, Rückzahlungsverbot, Reduzierung der Garantien und so weiter auch eintreten. Die Gefahr muss einfach der Unternehmer bewusst sein und aus meiner Sicht ist es schon ein Nachteil für den Unternehmer aus der Entgeltumwandlung. Für den Mitarbeiter ist der größte Nachteil schlichtweg der, überweist der Arbeitgeber jetzt die 100 Euro brutto zur Versicherung, kommen bei der Versicherung natürlich keine 100 Euro an, sondern durchschnittlich sind es nur irgendwo um die 65%, die bei der Versicherung ankommen in Anführungszeichen und letztendlich dann auch zur Verzinsung gelangen. Wenn Sie FAZ vom Frühjahr diesen Jahres lesen mit der Überschrift, wie Versicherer ihre Leistungen frisieren, werden Sie von der Studie erfahren, dass es zwischen 14,5 und 20 Jahre dauert, bis die eingezahlten Gelder wieder vorhanden sind, bis letztendlich am Konto des Mitarbeiters 100 Euro wieder stehen. Und das ist aus meiner Sicht das größte Nachteil für den Mitarbeiter, vor allem wenn man sieht, dass es natürlich auch anders geht, dass man das Ganze mit Innenfinanzierung auch anders machen kann. Der Arbeitgeber lässt das Geld vom Mitarbeiter im Unternehmen, er sagt dem Mitarbeiter eine Verzinsung zu, 2-2,5%, das ist deutlich mehr, was sich daraus ergibt und zwar wesentlich mehr im Vergleich zur Versicherung und der Mitarbeiter hat dadurch wesentlich höhere Leistung. Der Arbeitgeber hat quasi vom Mitarbeiter ein Darlehen bekommen, langfristig, zinsgünstig, sicherheitenfrei, zur freien Verfügung. Und der Mitarbeiter hat andererseits eine Verzinsung vom ersten Euro an, eine Garantie auf die Entgeltumwandlung und den Zins, das Ganze durch den Pensionssicherungsverein abgesichert, höchster Insolvenzschutz, der in Deutschland darstellbar ist. Das heißt, absolute Sicherheit für den Mitarbeiter, absolute Vorteile für den Arbeitgeber, für Mitarbeiter gleichzeitig Stärkung des Arbeitsplatzes, Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit, Stärkung der Unternehmenssubstanz.